Preisfrage, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Wir sehen eine recht hügelige Landschaft und viel Wasser. Okay, im Vorspann war es ja schon zu lesen. Wir befinden uns in Djursland. Hier im Bild die Aussicht von den Molsbjerg, genauer gesagt von dem 127 Meter hohen Treroy. Djursland, Molsbjerg, Treroy. Ja, das klingt ganz stark nach Dänemark. Ja, vollkommen richtig. Ziel der Reise ist die Halbinsel Djursland. Von Berlin aus liegen ca. 670 Kilometer an Fahrt vor uns, wenn man die Route über Schleswig-Holstein und Jütland wählt. Aber man kann auch die Route über Rostock und Sjælland wählen und erreicht dann mit der zweiten Fähre Djursland. Man spart so ca. 150 Kilometer an Autofahrt. Aber wie gesagt, diese Route beinhaltet jedoch zwei Fährpassagen. Mein Quartier ist der Campingplatz Sølisgård. Dieser liegt im Süden des Nationalparks Molsbjerg, am Übergang zur Halbinsel Helgenes. Ist das nicht ein herrliches Bild? Die Lage des Platzes ist einfach nur super. Sølisgård Camping liegt direkt an der Ebeltoftbucht. Und von den meisten Stellplätzen hat man freien Blick auf die Ostsee. Dies liegt daran, dass Sølisgård Camping an einem Hang liegt, der gut terrassiert ist. So ergeben sich gerade Stellflächen. Dieser familiengeführte Platz passt sich somit wunderbar in die schöne Landschaft der Molsbjerg ein. Hier der ehemalige Hof und im rechten Flügel befindet sich die Rezeption, in der ihr von Henning begrüßt werdet. Das soll fürs Erste an Infos ausreichen. Ich werde im Verlauf des Videos jedoch immer wieder mal auf Sølisgård Camping zurückkommen. Ja, und was kann man von diesem Standort aus unternehmen? Mal abgesehen davon, dass man einfach dieses herrliche Fleckchen genießen möchte. Ein paar Vorschläge möchte ich euch nun gerne vorstellen. Heute soll es nach Ebeltoft gehen. Dort kann man die putzige Altstadt besichtigen und dies mit einem Einkauf von Lebensmitteln und Getränken verbinden. Denn hier gibt es die bekannten Discounter und einen großen Fötex-Markt. Das Städtchen ist in einer knappen halben Stunde gut zu erreichen. Man fährt von Sølisgård über Fylså die Hauptstraße entlang der Ebeltoftbucht. Übrigens eine sehr schöne Autofahrt. Auch in Ebeltoft stehen, wie so oft in Dänemark, kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Aber immer darauf achten, wie viele Timer, also wie viele Stunden, man frei parken darf. Und ganz wichtig, nicht vergessen, die Parkscheibe einzustellen. Und zwar die D
dänische Parkscheibe, die man an jeder Tankstelle für ein paar Kronen erstehen kann. Der Unterschied zwischen deutscher und dänischer Parkscheibe ist ganz einfach erklärt. Die dänische Parkscheibe hat eine 15-Minuten-Einteilung, die deutsche hingegen nur eine halbstündige. Daher die dänische Parkscheibe besorgen. So ist man auf der sicheren Seite und erspart sich unter Umständen ein 70-Euro-Knöllchen. Am besten nutzt man den Parkplatz vor dem Standort der historischen Jyllandfregatte. Direkt vor dem Tourismusbüro und dem bekannten Glasmuseum Ebeltofts. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis in die historische Altstadt. Direkt am Glasmuseum verlassen wir dann die Hauptstraße und biegen nach links in den Tall Ballway ein. Und nun kommen wir schon zu dem kleinsten Rathaus der Welt. Dieses kleine Rathaus wurde 1789 erbaut und es diente auch bis 1840 in dieser Funktion. Da es dann zu klein für die wachsende Stadt Ebeltoft wurde, erhielt die Stadt ein neues Rathaus. Ja, und heutzutage ist Det Gamle Rådhus ein Museum. Sogar das alte Gefängnis ist noch zu sehen. Und ja, man kann hier sogar heiraten. Hier warten gerade zwei Hochzeitsgesellschaften auf ihre Trauung. Nun marschieren wir mal los und gehen durch die Julsbacke und die Elgel. Die Elgel ist die Hauptstraße durch die Altstadt und sie ist natürlich eine Fußgängerzone. Hier ist in der Hochsaison richtig Betrieb und man muss sich seinen Weg durch die Altstadt bahnen. Viele Boutiquen, kleine Geschäfte, Cafés und Restaurants säumen die Straße, wie man hier sehen kann. Ebeltoft wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet und erhielt 1301 die Stadtrechte. Schnell mauserte sich die kleine Stadt zu einem lukrativen Handelsplatz und so war das Leben durch Handel und Seefahrt stark geprägt. Heute wohnen in Ebeltoft gut 7200 Personen. Die Stadt lebt von ihrem großen Yacht- und dem Fischereihafen. Ein weiteres wirtschaftliches Standbein ist der Tourismus. Wir spazieren weiter die Elgel herunter. Und entdecken dann diesen kleinen Mann am Wegesrand. Ludwig lesen wir. In Ebeltoft wird er Lolvi genannt. Und es muss sich offensichtlich um eine bekannte Person in Ebeltoft handeln.
Denn immer wieder entdeckt man kleine Grüppchen, die sich um Lolvi bilden, und ein Stadtführer erzählt dann seine Geschichte. Und das ist seine Geschichte. Es handelt sich um eine Liebesgeschichte. Der junge Apothekerlehrling Lolvi verliebte sich 1905 in die Dienstmagd des Bürgermeisters. Ja, und die Sehnsucht trieb diesen Jüngling schließlich in das Zimmer seiner Katrin, die im Hause des Bürgermeisters lebte. Und wie soll's anders sein? Natürlich schlich er sich heimlich rein. Und der Bürgermeister, stadtweit als Paragraphenreiter bekannt, ja, natürlich entdeckte er das heimliche Treffen. Und es kam, wie es kommen musste, denn das Liebespaar wurde bestraft und landete in Haft wegen unzüchtigen Verhaltens. Aber in der Bevölkerung genossen Lolvi und Katrin größte Sympathie. 2001 wurde zu Ehren Lolvis dann diese Skulptur zum 700-jährigen Bestehen Ebeltofts durch den Bürgerverein Mols aufgestellt. Und damit nicht genug. Denn jährlich wird durch den Bürgerverein der Preis Lolvi des Jahres an Personen vergeben, die sich durch besonderes gesellschaftliches Engagement hervorgetan haben. Was für eine Geschichte! Weiter geht es die Allegel herunter und nach wenigen Metern erreichen wir ein weiteres Schmuckstück der Stadt, nämlich den Fauergarten, also den Färbergarten oder Färberhof. Mitten in der Stadt liegt diese historische Färberei. Um 1700 erbaut, war die Färberei bis 1925 in Betrieb. Heute ist sie ein Museum und man taucht wirklich in eine Welt wie vor 100 Jahren ein. Die Färberei ist noch intakt und sie kann ebenso besichtigt werden wie auch die Privatwohnung von Johann Petersen, dem letzten Färber bis 1925. Der Eintritt ist kostenlos und der schöne Garten lädt zum Verweilen ein. Man kann sich dort einfach niederlassen und sogar seinen mitgebrachten Proviant verzehren. Dazu wird man durch das Museum einfach eingeladen. Eine ganz tolle Geschichte. Ja, und wenn man dann mal Ebeltoft besucht, dann sollte man in den Fauergarten unbedingt eintauchen. Auf dem Rückweg fiel mir dann dieses kleine Häuschen auf. Was steht dort auf dem Werbeplakat? Börneklipp, Herklipp, Dameklipp. Ja, es ist wirklich ein Friseurgeschäft. Direkt neben dem Museum des Färberhofes. Erst dachte ich, dieses Geschäft ist auch Teil des Museums. Aber weit gefehlt, hier wird wirklich noch geschnitten. Ein Herrenschnitt kostet 200 Kronen. Das sind nach aktuellem Kurs so circa 25 Euro. Ja, nimmt sich nicht gar so viel, wenn man die Preise vergleicht. Und dafür waren ja auch der Parkplatz und das Museum kostenlos. So, nun wissen wir auch, uns die Lucke, also mittwochs geschlossen.
Also unbedingt mal reinschauen. Der Salon ist wie aus einer vergangenen Welt. Einfach herrlich. Auf dem Rückweg noch schnell einen Blick in die Malzfabriken, also in die alte Malzfabrik bzw. Brauerei. Das Motto lautet: Willkommen til Volkes Fabrik. Willkommen in der Volksfabrik. Auch wieder so ein tolles Projekt, wie man es allenthalben in Dänemark finden kann. Die Brauerei wurde 1998 geschlossen und die Gebäude verfielen. Dann setzte man das Projekt Volkets Fabrik auf und investierte insgesamt 166 Millionen Kronen in den Wiederaufbau, nun zur Volksfabrik. Das entspricht ungefähr 21 Millionen Euro. Museum, Bibliothek, Treffpunkt von Künstlern und Kulturschaffenden, natürlich auch eine Brauerei, Ateliers, einen Biergarten und vieles mehr. Eben halt eine Volksfabrik. Ein toller Ort, insbesondere wenn man bedenkt, dass Ebeltorf gerade mal nur gut 7000 Einwohner hat. Allerdings, und das muss man dann auch bedenken, fallen derartig gute Projekte nicht einfach so vom Himmel. Das muss ja alles finanziert werden. Und so sind dänische Bürger steuerlich deutlich stärker belastet als wir hier in Deutschland. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Weiter geht's. Und auf dem Rückweg fiel mir dann noch dieses Haus auf. Erstmal erkennt man gar nichts Besonderes, aber dann fällt einem auf, dass die Pflanzen durch das Fenster wachsen. Irgendwie richtig drollig. Nach knapp anderthalb Stunden Spaziergang kommt wieder das kleinste Rathaus der Welt in den Blick. Und ich erreiche dann den Platz vor dem Rathaus. Tja, und traue meinen Augen und Ohren nicht. Wir befinden uns inmitten der Corona-Pandemie im Juni 2021. Maske, Abstand halten, keine Veranstaltungen. So ist es in Deutschland. Und hier? Samstag um 13 Uhr ein Jazzkonzert vor dem Rathaus. Mit Fassbier, die Kneipen sind geöffnet und der Platz ist voller Menschen. Alles ist friedlich, alle freuen sich und sind entspannt. Und so spürt man ein wenig die Bedeutung und das Gefühl des nicht übersetzbaren dänischen Wortes Hygge. Nach diesem schönen Abschluss geht es dann entlang der Ebeltorfbucht wieder nach Sölisgård. Nun sind wir schon wieder auf der Zufahrt zum Campingplatz. Biegen nun auf das Gelände ein und passieren den Hof und die Rezeption.